Hintergrund.
zurück in Ansicht. Wie gesagt, geht es jetzt um den noch zu besetzenden Finalplatz. Eine der drei Damen kommt mit ins Finale. Drei Schritte in den Bühnenhintergrund. Schritte in den Bühnenvordergrund. Wunderbar, vielen Dank. Und dann vielleicht nochmal alle in eine Reihe platzieren. Schon deine Haare wegmachen und sowas. Und man hat sehr gemerkt, dass du sehr, sehr aufgeregt warst, alles in einem. Aber ansonsten hast du super aus. Und es kann halt auch recht sein, dass sie dich abgewendet haben wegen deinem Bein. Weil du halt einfach stärker warst. Also, ja genau, die anderen waren halt sehr, sehr dünn. Es ist zwar eine, die auch mit ihr Wellness gestartet ist, aber insgesamt hat es halt sehr viel Substanz in den Beinen. Das ist halt etwas, wo ich die ganze Zeit schon gesagt habe, Wellness oder Bikini. Deswegen darf ich mich ja nicht tun lassen. Wir gehen nachher zur Jury und fragen, woran es gelegen hat. Dass wir einfach ein konstruktives Feedback bekommen, eine Kritik, mit der wir arbeiten können. Aber ich denke, es lag einfach an deinen Beinen, dass du einfach zu muskulös bist. Aber gibt es denn für Wellness dann noch mal einen Vergleich? Wo hat er denn, weil wir haben ja nur den Eyewalk gemacht. Nee, ihr habt auch einen kompletten Vergleich. Also ihr habt doch eure Vergleiche gemacht. Ja? Ja. Anders sagen. Nein, das ist jetzt einfach nur noch Pokalvergabe. Ist nur noch für die Siegerehrung. Warum war ich so aufgeregt? Ich war so... Das ist ja auch aufregend. Und das war dein allererstes Mal, deine erste Saison, dafür hast du es großartig gemacht. Ja, aber andere waren auch bei denen die immer. Ja, aber du musst ja überlegen, die haben ja auch eine Wettkampfvorbereitung gemacht. Die haben auch alles gegeben. Die haben auch mit Disziplin und Ehrgeiz die Zeit gerockt. Ja, klar, du bist noch. Und das ist ja die Sache, die haben ja genauso wie du alles gegeben. Und wie gesagt, ich bin komplett zufrieden und komplett stolz. Das ist super gemacht. Ja, ich auch. Ich habe mich dieses Mal viel besser gefühlt. Ich dachte, alles ist halt besser. Aber du hattest ja auch eindeutig stärker Konkurrenz bei der GmbF. Die Sarah, ja. Die ist halt auch krass mit der. Ich auch nochmal. Ja, genau. Aber die war süß. Aber es ist halt auch, keine Ahnung, ich war so. Ich hätte dich auch auf jeden Fall im Finale gesehen. Auch jetzt zwischen den dreien, weil die letzten drei. Da war ja der Vergleich, wie ihr dann im zweiten Vergleich warst ja und da wurde zwischen euch drei entschieden. Dafür nicht für Wellness habe ich mit einem der besten Profis gehabt. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, beim nächsten Mal gibt es nur noch Wellness. Und dann wird richtig krasse Aufsicht durchgezogen, richtig ordentlich Movie Games gemacht. Aufregend. Ich sag's euch, aufregend. Rebecca. Sympathiepunkte da schon geflossen sind, deswegen, das ist leider immer ziemlich eklig. Lass es nicht so nah nicht raschen.
isst was Vernünftiges und dann morgen ist ein schöner Tag. Viel Spaß euch noch, ja. So unfair. Also da muss ja mein Poring dann anscheinend trottig gewesen sein. Du musst eh anfangen mit reden. Ja. Ja, also ihr habt es ja gerade gesehen, es sind schon ein paar Tränchen geflossen. Wurde das gefilmt? Ja, natürlich wurde das gefilmt. Alle Emotionen rein. Alle Emotionen rein, weil... Die mussten auch raus. Ja hier, ich wollte gerade sagen, es ist auch wichtig, dass sie rauskommen und ich war auch kurz davor zu heulen. Ich war echt ganz froh, weil zu Anfang hieß es, ich soll für Wellness die Pokale verteilen. Haben sie dann irgendwie vergessen, insofern musste ich sie nicht verteilen. Und es war wahrscheinlich auch ganz gut, weil man hätte mir wahrscheinlich meinen Gesichtsausdruck angesehen, der komplett entglitten wäre. Erstmal ganz kurz, wir sind ja Wellness und Bikini gestartet. Im Bikini, da kamen sie schon nicht ins Finale und das war schon so, dass uns das unglaublich gewundert hat. Weil, also ich habe sie definitiv im Finale gesehen und ja, war schon mal eine merkwürdige Entscheidung. Dann wussten wir aber, gut, Wellness war ja auf jeden Fall Finale, weil es waren ja nur 4 Teilnehmerinnen und ich überlege jetzt, wie ich das sage, um nicht so böse zu sein, aber ihr habt ja die Teilnehmerin gesehen und offensichtlich war eine der Teilnehmerinnen nicht gut definiert. Es ist mir einfach ein Rätsel, es ist mir ein absolutes Rätsel. Also ich habe ganz viel Feedback bekommen, dass alle super geschockt waren, weil wir haben sie alle mindestens auf dem 3. Platz gesehen. Und an der Stelle möchte ich euch auch bitten, und das ist wirklich ein Appell an alle, die Wettkampfambitionen habt, Leute, nehmt euch einen Coach und geht nur auf die Bühne, wenn ihr wirklich wettkampffertig seid. Klar, wenn man sagt, das ist mal ein Probelauf und es ist noch 1, 2, 3 Kilo, die noch runter müssen, ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn ihr offensichtlich so roundabout 10 Kilo zu viel auf den Rippen habt, dann gehört ihr einfach nicht auf die Bühne. Dann nehmt euch doch bitte einfach die Zeit und startet in der nächsten Saison. Es ist ja überhaupt gar kein Problem. So, man ist ja nicht auf der Flucht und es gibt jede, also es gibt einmal im Frühjahr und im Herbst gibt es Wettkampfsaisons und ihr müsst nicht im Frühjahr auf die Bühne gehen, ihr könnt genauso gut im Herbst auf die Bühne gehen und wenn ihr merkt, ihr seid noch nicht fertig und die Form ist noch nicht bereit, um auf die Bühne zu gehen, bitte, dann geht nicht auf die Bühne, weil nicht nur, weil es für euch einfach schöner ist, wenn ihr auch wettkampffertig seid, sondern auch eben für alle anderen Athleten ist es halt wirklich eine Frechheit, auf die Bühne zu gehen, wenn man dann fertig ist, so wenn man obviously noch nicht fertig ist. Aber die viel größere Frechheit, und jetzt könnte ich schon wieder fast ausrasten, ist, wenn so eine Person dann vor Rebecca platziert wird. Und es ist mir einfach wirklich ein absolutes Rätsel. Ich kann es nicht verstehen. Und es war wirklich, mir sind sämtliche Gesichtszüge entglitten. Ich ging dann auch runter von der Bühne, weil ich war oben. Und alle, die mir entgegenkommen, waren geschockt und konnten das nicht verstehen. Und ich muss eigentlich unbedingt nochmal zur Jury gehen, weil es absolut unverständlich ist. Und dass du da geweint hast, ich kann es absolut verstehen. Ich hätte am liebsten direkt mitgeheult. Und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es mir so unverständlich. Und ich kann mich total in Rage, oh Gott, und sie weint gleich wieder. Nein. Ich kann mich einfach so in Rage reden, weil es mir so unverständlich ist. Aber jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Sag du auch mal ein paar Worte. Sag mal was dazu. Ich bin gerade auch so ein bisschen geschockt, weil... Also die Konkurrenz war gut, vor allen Dingen auch in der Bikini-Klasse. Das ist da vielleicht nicht ganz so... Ich habe mich schon irgendwie so auf dem 5. Platz oder zumindest auch im Finale gesehen. Dass es da auf alle Fälle hart war, konnte ich mir denken, weil Konkurrenz war echt gut. Dass sie ja dann noch das Glück hatte, auch in der Wellness zu starten, war echt cool, weil ich dachte, ja gut, dann können wir echt halt rausfinden, ob meine Beine zu stark sind, dass ich da tatsächlich eher reinpasse. Weil, ne, für Wellness braucht man halt auch ein bisschen mehr Proportion, vor allen Dingen unten in den Beinen und in den Po. Da habe ich mich auch einfach gesehen und dachte halt echt so, okay, 3. Platz. Aber als dann der 4. Platz aufgerufen wurde, dachte ich mir so, okay, habe ich mich gerade verhört. Ich habe die Jury da nochmal unten angeguckt. Ich so, okay, du gehst jetzt nach vorne. Aber ich dachte mir so, ist ernst jetzt? Die ganzen Einheiten, Sporteinheiten, die ganzen, was ich mich abgequält habe auf den Stairmaster, weil der Fettanteil ja natürlich auch noch ein Ticken zu hoch war. Und dann kam alles jetzt die letzten Wochen so raus. So, ich dachte, geil, alles wird richtig gut. Für Berliner Meisterschaft bin ich in Form. Und dann so, ja, 4. Platz. Und ich dachte mir so, danke für nichts. Ja, aber
so darfst du das natürlich ja, nicht sehen, weil du nicht. Bist ja trotzdem in deiner Bestform und wir sind beide super zufrieden mit deiner Form, vor allem was wir einfach in diesen Wochen rausgeholt haben. Und das Problem ist natürlich immer, es ist eine subjektive Meinung von einer Jury. Die Jury, die bewertet einfach nur gerade Mädels, auch ein bisschen subjektiv. Möchten wir gerade jemand Blondes, jemand Brünettes, wollen wir jemand, der trockener ist, der ein bisschen softer ist. Wir wissen, dass wir deine Bestform erreicht haben. Wir sind beide super zufrieden und wir haben alles optimiert. Also die Form haben wir optimiert und das deutlich. Also ihr wisst ja, wie sie vor 5 Wochen ausgesehen hat und da ist das wirklich ein extremer Sprung. Posing haben wir wirklich immer und immer weiter geübt. Klar, es gab ein paar Haper auch diesmal, das habt ihr ja jetzt auch in dem Video gesehen. Da merkt man einfach, dass du noch zu verkopft bist. Ja, dass du oft darüber nachdenken musst, wie du post und was, welcher Übergang und welche Pose, also wie du zum Beispiel die eine Pose auslassen wolltest und sowas. Da bist du noch zu verkopft und da fehlt dir noch ein bisschen Routine, was einfach reinkommt, wenn man es immer und immer weiter übt. Ja. Also das steht ganz außer Frage. Aber formtechnisch haben wir wirklich alles rausgeholt, was rauszuholen war. Ich bin super zufrieden, auch insgesamt mit deiner Präsentation. Du bist wieder rausgekommen, du hast gestrahlt, man hat dir angesehen, dass du Spaß dabei hattest. Ja. Also das ist wirklich von unserer Seite aus, können wir uns nichts irgendwie, wie sagt man, wir haben uns alles gegeben, du hast die letzten 5 Wochen durchgerockt, aber diese Juryentscheidung, das ist einfach, also ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber musst du noch was loswerden? Nö, außer dass ich trotzdem happy bin mit meiner Form, ich finde das, was du aus mir rausgeholt hast, war mega. Von daher, ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, ich habe trotzdem Bock gehabt heute, hat auch trotzdem Spaß gemacht. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, wie wir da weitermachen. Aber ich bin halt ob immer wir weitermachen? Ob also, wir weitermachen. Schreibt mal in die Kommentare, ne? Also, da muss weitergemacht werden, das steht eigentlich ganz außer Frage, oder? Ich meine, diesen Hintern, den können wir doch nicht von der Bühne irgendwie... Seht ihr selber, ne? Gucken wir, aber... Erstmal muss es mal verdaut werden. Erstmal verdauen beim Burger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil jetzt müssen wir natürlich noch standardgemäß Burger essen gehen mit Trüffelpommes. Freuen wir uns schon die ganze Zeit drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, die Abmoderation machen wir die jetzt schon oder machen wir die beim dann Burger essen? Dann Burger beißen. Später vielleicht nochmal. Wir nehmen euch mit, oder? Ihr wollt es doch sehen, oder? Ja, ihr wollt es sehen. Okay, wir gehen essen. Und dann hätte ich gerne Süßkartoffeln. Ja, Pommes. Einfach mit Trüffelkäse. Die heißen Chili, glaube ich, kann man nicht schmecken. Erstmal. Ach so. Müssen wir natürlich auf Becks anstoßen. Das steht mal ganz außer Frage. Sie hat das unfassbar gut gemacht. Okay. Und danke, dass ihr alle da seid. Und die Enttäuschung, die trinken wir jetzt einfach mal runter. Ne? Aber auf einen schönen Abend. Ja. Genau, wir stoßen auf einen schönen Abend an und die Tische sind frei gefüllt. Wir haben Trüffelpommes, allmögliche Pommes, Burger, alles was das Herz begehrt. Genau. Das lassen wir uns jetzt richtig schmecken. Wie sehr freust du dich jetzt, was Normales zu essen? Ich habe richtig Bock einfach nur drauf und freue mich, aber vor allen Dingen ist es halt schön, was Geiles in Gesellschaft zu essen. Das ist irgendwie gerade richtig. Und es ist auch total toll, dass wir gemeinsam nochmal hier sind. Ja, wir sind eine große Familie. Genau, in diesem Sinne lassen wir uns jetzt einfach schmecken. Wir sind alle vollkommen unterzuckert, unterhungert, verhungert. Ihr merkt, das Leben ist auch mittlerweile schwer in diesem Sinne. Guten Appetit. Das ist ein Baumkuchen. Auf ihrem Ding. Das macht ihr wohl. Die Kerze ist auf dem Ding. Nur so schnell. Ich lege dir jetzt aus, damit wir anfangen können. Husten kann sie auch. Das kann die Frau nicht. Ritual morgens, Maschine, Kaffee herstellen, Kaffee vergessen. Mache ich schon mal kalte Milch in den Kaffee.
Kannst du nicht mehr jagen. Also ich habe das wirklich lecker. Also macht dem Dulce Shake richtig Konkurrenz. Richtig gut. Also ich auch erfrischen. Ist da noch so ein Cheesecake drin? Jawohl, die schickt hier Cheesecake. Das war hier noch so Cookies. Also Anni, kannst du da mit in Produktion gehen? Jawohl. Ich habe auch gar keinen Kaffee. Schön voll gefressen, wie geht es dir? Ich bin so schlecht, ey, wirklich. Ich habe so viel gegessen. Game over. Also ich glaube, das war gar nicht so viel. Es kommt dir jetzt einfach nur so vor, weil du so lange nichts gegessen hast. Aber ich glaube, man kann uns ansehen, dass wir richtig Game over sind. War ein langer Tag, der hat ja heute schon brutal früh angefangen, war sehr ereignisreich, sehr emotional, sehr aufwühlend, sehr aufregend. Insofern kann ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Haben wir jetzt einfach nichts mehr zu sagen, wir haben heute schon sehr viel gequatscht. Ja. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, wie unfair die ganze Scheiße war. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.